glaube. Das ist das, was Seppel am Anfang gesagt hat. Wir sollten in den Chat fragen, an Mhm. das Publikum fragen. Könnt ihr uns sehen, könnt ihr uns hören? Genau, schreibt mal, wenn ihr uns hören und sehen könnt. Wir haben nämlich eigentlich gerade schon ganz episch losgelegt. Seit ein paar Minuten. Nur den Powerknopf vergessen. Wir kriegen aus der Regie, es funktioniert. Okay. Cool. Ja, genau. Dann, Klappe die zweite. dann nochmal von vorne. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu unserem Tech-Talk, den wir jetzt erstmalig halten, im Rahmen der 25 Jahre Micromata, also ein Vierteljahrhundert gibt es die Firma schon. Und unser heutiges Thema ist Legacy Goes Cloud. Also wir möchten ein bisschen was aus unserem Erfahrungsschatz berichten, wie man Bestandsapplikationen, die vielleicht auch dafür gar nicht geschaffen wurden, in die Cloud migrieren kann. Während des ganzen Talks könnt ihr gerne Fragen im Chat stellen und wir versuchen, die dann auch zu beantworten. Wenn da, bitte auch nicht sauer sein, wenn wir nicht ganz alle adressieren können. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich so ein bisschen auch unser Programm im Kopf haben und wenn wir da nicht so ganz ausbrechen können, dann verzeiht es uns bitte. Ja, dann würde ich erstmal gerne an meine zwei Superstar-Entwickler hier, Entwicklerkollegen weitergeben, die ja regelmäßig in der Cloud rumfliegen. Und vielleicht könnt ihr euch einmal vorstellen. Ja, hi, ich bin der Christian, und ich bin Softwareentwickler hier bei der Micromata seit ein bisschen mehr als 10 Jahren, glaube ich. Ich habe als Full-Stack-Entwickler hier angefangen, habe in der Zwischenzeit Softwarearchitektur gemacht, Systemarchitektur, ein bisschen Infrastructure as Code, Automatisierung, Pipelines, Cloud-Gänge. Also bin ganz gut rumgekommen in den letzten Jahren, würde ich sagen. Kann von allem ein bisschen. Immer mehr als ich. Ja, hallo, ich bin Seppel, also known as Sebastian Hart. Ich bin jetzt seit fast 15 Jahren, also dieses Jahr wäre es 15 Jahre, in der Micromata als Softwareentwickler angestellt. Früher hatte ich mich als Fullstack bezeichnet, heute vielleicht so Halfstack, Dreiviertelstack. Frontend habe ich so ein bisschen aus dem Auge verloren. Natürlich kann ich immer so ein bisschen HTML und CSS schrubben, aber bin da nicht mehr ganz so bewandert. Aber ansonsten würde ich mich so bei dem Stack so Christian anschließen. Ja, Backend schrauben, Pipeline schrauben, Infrastructure Code schreiben. Ich bin großer Open Source Nerd, ich liebe Linux und ja, ich freue mich über diesen Talk und gebe jetzt an Andreas weiter. Genau, ja. Mein Name ist Stefan Raab. Ich meine natürlich Dr. Andreas Witsch. Und ich hatte die Ehre, jetzt auch einige große Cloud-Gänge mitzubegleiten. Und zwar unter anderem hier auch mit den beiden Kollegen zusammen. Das waren super erfolgreiche Projekte. Und wie schon erwähnt, wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen darüber quatschen, was für Herausforderungen wir dabei bewältigen mussten. Und um jetzt so ein bisschen reinzukommen, wäre jetzt die erste Frage an dich, Seppel. Wenn man jetzt so ein Microsoft Office 365 in die Cloud migriert, ist das auch eine Cloud-Migration. Aber was verstehen, vielleicht kannst du mal erstmal erklären, was wir denn unter Cloud verstehen und wenn wir von Cloud-Migration sprechen, was wir damit eigentlich meinen. Okay, ja, Definition Cloud ist vielleicht, es sind auch nur geklaute Computer, nein, other people Computer, ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, das ist eigentlich ein großes Rechenzentrum, wie man es früher auch bei Hetzner, wo man sich direkt welche bestellt hat, das ist in der Cloud ein bisschen anders, das ist irgendwie alles virtualisiert. Und das Schöne ist, die Cloud ist so eine riesengroße Spielwiese für Entwickler und für den Betrieb. Man findet alles da drin. Also das ist so, ich weiß noch, wir durften das für diesen Kunden machen und das war ein riesiger Bonbonladen, den wir betreten haben. Da gab es irgendwie bunte Datenbanken, bunte Servicebusse. Wie kann man so eine Applikation deployen? Kann man die als VAR deployen? Man kann die in eine VM packen. Da gibt es sowas wie Kubernetes. Was ist denn das? Wie kriegen wir das da rein? Was nehmen wir überhaupt für eine Cloud? Also, ne, es gibt natürlich auch verschiedene Clouds, wie ihr alle wisst, ist wahrscheinlich da draußen. Es kann die Azure sein, es kann das AWS sein, Google Cloud, macht man eine eigene Cloud. Oh Gott, da gibt es so viel. Und das Coole war damals, als wir das für dieses Projekt bekommen haben, ist, dass man diesen Bonbonladen betreten durfte und man hatte sozusagen das goldene Ticket von Willy Wonkers. Und man durfte sich aussuchen, was man machen möchte, erstmal. Es war erstmal keine Beschränkung. Und das war nicht so, ja, ich weiß, dass da Gequietsche kommt. Warum quietschst du? Ja, auch nicht alles. Other people computers, ne? Also steht halt nicht bei dir im Keller rum, sondern halt irgendwo in irgendeinem anderen Rechenzentrum. Und wenn ich jetzt irgendwie so gucke, unsere Kunden, die haben natürlich strategische Partnerschaften mit verschiedenen Cloud-Anbietern, aber die wissen ja, wie ihre eigenen Rechenzentren aussehen, ne? Das ist bekannt.
Da wissen sie auch, wie die Zugangskontrolle passiert, wie da irgendwelche Strategien sind mit Patches, Updates, Firewall-Regeln etc. Das gibt es jetzt bei anderen, muss man das erst kennenlernen. Das heißt, du hast schon so Sachen wie Sicherheitsfreigaben oder so, die da eine Rolle spielen können, und durchaus kannst du nicht dann jedes Bonbon dir kaufen. Das stimmt, ja. Man durfte es sich aussuchen, aber sobald man den Laden verlassen wollte, kam dann doch sowas wie Security und hat gesagt, ja, müssen wir erstmal prüfen. Also das Bonbon, das kennen wir noch nicht, das gucken wir uns erstmal an, ja, definitiv. Genau. Ja, da sind wir ja gleich bei so einem ganz großen Thema, also Security und Compliance gehört ja so ein bisschen zusammen in dem Fall. Da gibt es ja, also auch bei unseren Kunden, das sind ja oft DAX-Konzerne auch, die haben uns da ja, sag ich mal, ziemlich starke Vorgaben gemacht. Wenn ich da jetzt so naiv dran gehe, könnte ich ja sagen, och, ist ja kein Problem, so ein Kubernetes klicke ich mir einfach zusammen in meiner Azure Cloud. Ja, weiß nicht, wie habt ihr das damals empfunden? Also vielleicht, Christian, du erinnerst dich da ja noch dran. Das kannst du machen. Wir hatten ja am Anfang sogar relativ harte Vorgaben, ne, bei dem... Ja, genau, also... Ich will noch mal kurz was in den Kontext rücken. Also wir versuchen uns hier schon allgemein zu bewegen, haben aber alle drei in einem bestimmten Projekt sehr viel Zeit mit so einer Migration verbracht, und deswegen kann es sein, dass es da hier und da irgendwie so eine Geschmackseinfärbung gibt. Ja. Genau, also ich glaube, also für mich ist Cloud halt immer dann ziemlich cool, wenn man sich aus diesem Bonbonladen dann frei bedienen kann. Das ist natürlich ein Prozess, da muss man erst hin. Aber es wird halt dann schön, wenn ich einen Kubernetes mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt als Kunde zum Beispiel einen Kubernetes gerne haben möchte und möchte sagen, okay, ich möchte mich jetzt hier irgendwie cloud-agnostisch bewegen und möchte, dass meine Applikation in der Azure Cloud läuft, dass sie vielleicht auch irgendwie in die AWS ziehen könnte oder in die Google Cloud oder wo auch immer hin, dann ist Kubernetes beispielsweise als technologisches Rahmenwerk halt ganz nett. Das kann ich mir auch klicken. Und das ist dann ziemlich cool, weil dann muss ich die VMs halt nicht so pflegen und muss dann nichts rumpatchen, brauche keine Update-Strategien dafür und sowas. Das ist dann schon nett. Was wir damals gemacht haben, sieht anders aus. Wir haben, wir sind gestartet mit, in diesem einen Projekt beispielsweise, mit, wir gehen in die Cloud, aber wir machen es auf virtuellen Maschinen. So. Und dann haben wir mit Kubernetes uns dann am Ende, haben wir halt ein Self-Managed Clusters gebaut und haben damit ein paar Vorzüge, Freizüge, Freiheiten gewonnen. Ja. So, also Entwicklerfreiheiten. Das hat ja tatsächlich so angefangen, ne, dass der Kunde eigentlich wollte, dass wir die Applikation ganz klassisch deployen. Ich weiß noch, Christian, du hast da ganz viele Ansible-Skripte geschrubbt und versucht, automatisch neue VMs zu provisionieren, wo dann automatisch auch die Applikation rein deployed wird und so weiter. Bis wir dann halt irgendwann festgestellt haben, boah, also das kann man natürlich so machen, das kriegen wir auch hin, aber der Arbeitsaufwand ist natürlich, also die ganze Provisioniererei manuell zu implementieren mit Ansible, das ist einfach die Hölle und macht keinen Spaß. Und ich werde es nie vergessen, da ist damals der Christian und ein anderer Kollege von oben zu mir gekommen und haben gesagt, hier, also gebt uns mal bitte... Moment, wir sind schwarz. Ja. Frage in den Chat, hört man uns noch? Also sehen vielleicht nicht. Oder sagt mal, was ihr von uns mitbekommt. Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr uns hören? Ja, das wird schon wieder. Ich glaube nicht. Ah ja. Ton? Ja, sehen? Nein. Ton, ja, das ist gut. Ja, Podcast. Ja, okay, also, dann ändern wir das Format. Ah, siehst du, da ist er da wieder. Genau, also das heißt, gestartet haben wir mit VMs, die wir manuell provisioniert haben mit Ansible-Skripten. Und dann kam, wie gesagt, der Christian und ein anderer Kollege zu mir und haben gesagt, du Andreas, wir müssen hier was machen. Gib uns mal 2-3 Tage Zeit. Und wir probieren mal ein Kubernetes-Cluster hinzustellen. Gesagt, getan, haben wir gemacht. Also nach wie vor auf selbstprovisionierten Maschinen, also jetzt nicht so ein tolles, fertiges AKS aus der Bonbon-Kiste, ne, was der Seppel sich natürlich jetzt gern wünscht oder was wir jetzt auch teilweise in einigen Projekten auch machen dürfen. Ne. Aber es war natürlich am Anfang... Der Weg dahin und auch den Kunden zu überzeugen, der war natürlich ein ganz anderer. Mhm. Also den mussten wir praktisch am lebenden Beispiel überzeugen, dass das funktionieren kann. Ja. Und mussten da auch einiges an, zwischenmenschlich, aber an Hindernissen überwinden und Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, ich habe es auch in einem anderen Projekt zum Beispiel so gemacht, da haben wir kein Kubernetes von Anfang an eingesetzt, obwohl wir wussten, dass das in anderen Projekten läuft, sondern habe ich das einfach mit Docker Compose und Terraform-Skripten gemacht. Das hat auch funktioniert. Also da gab es auch mehrere virtuelle Maschinen, da lief dann immer eine Instanz drauf und dann hat man einfach über Terraform das zum Beispiel mit Docker Compose ausgerollt. Das haben wir ein Jahr lang auch relativ erfolgreich in diesem Projekt umgesetzt und es hat auch echt viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt aber auch auf Kubernetes gegangen, weil es einfach wirklich... Ja, es ist handhabbarer, es ist schöner irgendwie, es ist klarer. Und ich finde, es ist auch besser zu portieren einfach. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie als Kunde auf die Idee kommt oder als Betreiber, ja gut, das jetzt hier mit dem Cloud-Betreiber, das funktioniert so nicht, wir wollen in einen anderen Cloud-Betreiber gehen, bin ich mir relativ sicher, dass man das relativ einfach in einen anderen Kubernetes-Cluster, der bei einem anderen Cloud-Betreiber läuft, irgendwie portieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, und was da natürlich auch ein organisatorisches Thema ja noch war, wir haben ja auch für unsere Kunden eine Rufbereitschaft bereitgestellt. Mhm. Das heißt, die finden dann in verschiedenen Projekten auch eine ähnliche Grundarchitektur vor. Ne, und wenn es jetzt einfach darum geht, ich muss mal die Applikation neu starten, dann funktioniert das natürlich auch in allen Applikationen ähnlich. Genau gleich. Genau, ja, ähnlich, ne? Gleich, also, ja. Definitiv, ja. Ja, wobei man bei, ich würde nochmal ergänzen wollen, also wie gesagt, ich glaube, genau dann werden die Vorzüge von Cloud-Services besonders, besonders wirksam, wenn du dich halt um diesen Betrieb, mit diesem Betriebs Teil nicht mehr kümmern musst. Ne? Das heißt, keine Patches mehr und solche. Ne? Keine DNS-Einträge mehr setzen und sowas. Ne? Also klar kann man mit Wildcard DNS und mit Wildcard SSL-Zertifikaten und ne? Also Kubernetes-Strukturen kommst du da schon gut mit hin. Aber es gibt halt auch noch andere Ansätze, wo man sagen könnte, ja okay, wir machen das Ganze in, weiß nicht, AWS-Functions oder sowas. Mhm. Dann bist du halt auch den darunter liegenden Layer dann quasi los und verknotest alles. Nur noch mit Diensten innerhalb einer Cloud. Ist dann nicht mehr cloud-agnostisch. Ne? Genau. Du kannst dann halt nicht mehr einfach sagen, okay, dann Mist, unsere strategische Partnerschaft, die endet jetzt. Wir gehen jetzt mal irgendwie doch zu Google, weil die, weiß ich nicht, netter sind zu uns und nicht so viel Geld haben möchten von uns. Geht dann halt nicht mehr so einfach. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz bedeutet das natürlich für unsere Kunden, die brauchten natürlich trotzdem auch einen Betriebsdienstleister. Mhm. Und das war ja auch für uns am Anfang eine ziemliche Umstellung. Ne? Da mussten wir auch so ein paar Sachen vorbereiten. Mhm. Das war das, also so 24/7. Wir haben ja auch ein paar Systeme, die wirklich, also auch jetzt, ne, wenn wir über diese Cloud-Migration sprechen, ne, die auch wirklich einfach kritisch waren. Und da hatten wir natürlich am Anfang auch echt einige organisatorische Themen, die wir bespielen mussten, wo es natürlich einfach darum ging, wir brauchen 24/7 Verfügbarkeit. Der Kunde möchte anrufen können, hat da auch eine Lösungszeit vorgegeben von einer Viertelstunde, wenn da ein wichtiges System ausfällt. Ja, ich weiß nicht, was sind eure Gedanken dazu, wo wir da am Anfang viel zu kämpfen hatten? Also was bei mir bei 24/7-Betrieb, bei Applikationen, die man jetzt aus normalem Betriebsumfeld, zum Beispiel in ein Cloud-Betriebsumfeld zieht, das wäre aber auch, das kann man generell sprechen, ist natürlich sowas wie Verfügbarkeit, wie du es gerade angesprochen hast. Also das System durfte nicht offline sein, das musste weiterlaufen. Also es durfte nicht so sein, dass man sagt, so okay, wir fahren jetzt das alte Ding runter, klack, Strom aus, dann machen wir einen Snapshot von der Datenbank, schieben das alles rüber, ja, spielen das dann da ein und fahren dann das in der Cloud hoch. Das kann ja bedeuten zum Beispiel, je nach Größe der Datenmengen, dass das dann auch mal irgendwie 24 Stunden offline ist. War ein No-Go. Das heißt, man musste sich organisatorisch sehr viel überlegen, wie migriert man überhaupt. Das war sehr wichtig. Also wie kriegen wir diese alte Applikation in dieses neue Umfeld rein, ohne dass wir eine Downtime haben? Wie kriegt man sowas hin? Und das war ein mega spannendes organisatorisches Puzzle, wo wir auch echt so ganz oft am Whiteboard standen, haben uns überlegt, ja, dann machen wir das so und dann passiert das und dann passiert das so und dann machen wir das so. Und das war von der Organisation, war für mich das Spannendste. Wie lange müssen wir das alte Baby am Leben erhalten und wann kann das neue Baby sozusagen übernehmen? Das fand ich toll. Diese Migrationsphase, den Schwenk von der alten Produktion quasi in die Cloud. Ne? Ja, das war organisatorisch echt. Weil die Daten werden ja, die Kunden arbeiten ja weiter auf den Systemen, die Daten werden geschrieben. Was waren so die, aus deiner Sicht, die Schlüsselfaktoren, dass das gut geklappt hat am Ende? Jetzt haben wir wieder Podcast. Ne? War das an mich gerichtet oder war es an Christian gerichtet? Und dann beide? Ah, nein, ist beide. Mach ruhig. Also, mit der Migration bist du da. Ich glaube.
Also man muss bei der Migration, also generell bei der Migration ist ja auch ganz oft, dass man bei den alten Betriebssystemen, also bei den alten Betrieben ja auch irgendwie so eine Oracle-Datenbank hat. Ne? Das ist der heiße Scheiß damals gewesen, den man sich irgendwie für viel Geld eingekauft hat. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Produkt ist, das muss man selber beurteilen. Aber der Kunde hat ja zum Beispiel auch geäußert, es wäre ganz schön auf ein anderes Datenbank-Sache umzuziehen. Das war zum Beispiel schon mal eine organisatorische Sache. Wie kriegt man dieses alte Datenbankschema in ein neues Datenbankschema, ohne dass es so viel Aufwand ist? Und dann ganz oft zu überlegen, es gab verschiedene Ideen. Also es gibt zum Beispiel einen Service, den kann man sich mieten. Da fährt dann einer los, aus Holland ist das, glaube ich, irgendeiner, fährt dann los, so James Bond technisch, fährt ins Rechenzentrum, zieht da die Platten von der Datenbank raus. Ja, oder keine Ahnung, nimmt den ganzen Serverschrank, schiebt den in 7,5 Tonner, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, stehende Platten, die lange liefen, ist ja auch immer so ein Thema, fährt dann mit dem ganzen Müll nach Amsterdam, ja, schiebt das da rein und spielt das in die neue Datenbank. Das war zum Beispiel ein Szenario, was wir hatten. Das andere Szenario war, was der Kunde natürlich nicht so teuer fand, war, dass wir gesagt haben, wir gehen offline oder der Kunde wird auf die neue Plattform umgeschaltet, fängt da schon an, Daten anzulegen und die alten Daten ziehen wir dann irgendwann mal nach. Das heißt, der Kunde sieht im Zweifel seine alten Daten nicht, war vom Businessprozess auch nicht vorgesehen. Und dann ist man wirklich ans Whiteboard gegangen und hat sich verschiedene Sachen überlegt. Wie machen wir das? Also zum Beispiel eine Idee war, wenn ein Commit auf der alten Applikation passiert, dann committen wir das rüber in die neue Datenbank mit rein. Ne? Also dass irgendwie die alte Applikation sagt, so, ich habe den Datensatz angelegt, schieb das rüber. Auch schwierig, wann ist was, man hat natürlich auch Foreign Key Relations, das passt nicht immer alles, dann ändert sich, es war sehr aufwendig. Und die Idee, die wir dann zum Schluss hatten, die fand ich eigentlich echt am schlausten. Die war echt cool. Und zwar war es so, dass wir immer benutzerweise angefangen haben, nachts zum Beispiel Daten von der alten Plattform in die neue Plattform zu schieben. Solange konnten diese Benutzer die alte Plattform einfach nicht benutzen. Die war offline. Das war dann pro Benutzer teilweise nur so 2-5 Minuten. Und in der alten neuen Plattform, wenn es da angekommen ist und alles Taco war, dann wurde ja sozusagen auf der alten Plattform abgeschaltet und in die neue Plattform umgeleitet. Das war die coole Lösung, die wir hatten. Ich fand, war generell die Idee zu sagen, wir machen das über die Applikation. Ja. Also, ne, also wie du schon beschrieben hast, es hätte ja die Möglichkeit gegeben, das über die Datenbank zu machen oder über das, ne, also das Dock-Based-Protokoll hier, eine Festplatte ausbauen, rübertragen, im anderen Rechenzentrum einbauen. Das hätte natürlich funktioniert. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass wir dabei ja dann trotzdem hätten den Technologiewechsel irgendwie machen müssen. Also zumal aus Compliance-Gründen war tatsächlich auch die Oracle nicht freigegeben damals. Die Option hatten wir nicht. Wir mussten also einen Technologiewechsel machen. Und dann war natürlich klar, irgendwie müssen wir das dann auch noch in eine andere Datenbank migrieren. Ja. Und jetzt abgesehen von der langen Downtime, die es wahrscheinlich gegeben hätte, hätten wir natürlich auch noch irgendwie in die neue Datenbank gemusst. Also. Und noch ganz kurz, eine Sache, die ich auch schön fand dabei bei dieser Lösung war, dass wir... Die alte Produktion hatte natürlich die volle Last noch, weil da waren die meisten Benutzer noch drauf aufgeschaltet und man hat dann ja angefangen, die so umzumigrieren. Wir konnten so, sozusagen organisatorisch auch so uns ein bisschen rantasten, wie groß muss denn die Cloud skaliert werden? Wie skalieren wir denn da drin? Wie gut funktioniert das denn? Ja, also es ist ja schön, wenn man dann irgendwie so ein Kubernetes hinstellt und alles ist irgendwie, keine Ahnung, Alice im Wunderland und man tanzt da rum und das läuft irgendwie. Man hat natürlich vielleicht auch organisatorisch vielleicht mal sich vorher überlegt, was hat man für eine Last drauf? Versucht dann das zu produzieren. Das ist auch so, wo du ja auch dran beteiligt warst, Christian. Ja, wir haben ein paar Lasttests gemacht. Ne? Wir haben dann 24-Stunden-Lastkurven von den Altsystemen quasi abgebildet und haben die dann gegen die neuen Systeme laufen lassen und geguckt, irgendwie, wie gut die sind. Weil dazu muss man sagen, wir haben auch nicht nur, also bei diesem einen Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, wir haben nicht nur einfach diesen Monolithen, den wir da vorher hatten, genommen und haben den einmal mal irgendwie in ein anderes Rechenzentrum getan, zu einem Cloud-Anbieter. Sondern wir haben halt auch versucht, ein paar Vorzüge schon mit reinzubringen. Nicht alle Vorzüge, aber schon mal ein paar Vorzüge mit reinzubringen, die neue Technologie, auf der wir da aufgesetzt haben, bietet. Also wir haben vorher ganz wirre Tabellenschemas gehabt mit so Attributtabellen, wo wir unstrukturierte Daten drin genestet hatten, etc. Und das haben wir halt in dem Zuge gleich mit ausgebaut und konnten dann halt auch schon mal sehen, wie sich das Ganze unter Last verhält. Das war ziemlich nett. Und vor allen Dingen hat es auch vielen Leuten sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist das auch, was ich ganz wichtig finde. Ich sage es jetzt, bevor es nachher verloren geht. Dieser Cloud-Gang war halt, dieser Bonbon-Laden hat halt Möglichkeiten für auch die Entwickler geschaffen, halt bei einer Legacy-Anwendung ist man halt
mit altem Zeug irgendwie hat man zu tun. Und der Entwickler möchte das vielleicht nicht immer. Der möchte auch mal neue Sachen machen. Und dieser Cloud-Gang hat dazu geführt, dass man sich auch mal mit neuen Sachen irgendwie beschäftigen durfte, konnte. Ja. Und das war schon ziemlich, ziemlich nett. Und wir haben die Applikation bei diesem Cloud-Gang, über den wir gerade gesprochen haben, deutlich auf bessere Beine gestellt, als es vorher der Fall war, mit neuen Technologien. Und das Ganze hat eine Menge Freude gemacht und war sehr motivierend. Und es ist immer noch irgendwie, oder? Ja, es ist immer noch. Ja, da sind wir ja so ein bisschen beim Thema Mindset jetzt auch. Also, wenn man jetzt überlegt, was ist denn eigentlich ein Erfolgsfaktor für die Cloud? Ich meine, wir in der Mikromata sind ja eh so ein bisschen alle Spielkinder und wir wollen ja auch immer mal neue Sachen machen. Ich weiß nicht, ich würde die steile These aufstellen, wenn man jetzt nicht gelegentlich seine Applikation mal restauriert und mal ein paar neue Sachen macht, dann wird man natürlich früher oder später keine Entwickler mehr finden, die da mitmachen dran. Also so ein bisschen wie irgendwelche alten Fortran-Applikationen. Ne, das kannst du natürlich sehr lange machen, aber irgendwann in 20 Jahren ist halt die Frage, da wollen natürlich alle Entwickler auch gerne sich mit ein paar Klicks die neue, also ich glaube, die Denkweise ist auch schon anders. Ich glaube, ne? Du kannst das weitermachen. Du kannst auf den alten Technologien draufbleiben, nur du wirst immer weniger Entwickler zur Verfügung haben, die immer mehr Geld haben wollen. Das wäre ja auch ein Pattern gewesen für uns. Hast dieselben Kosten, aber halt weniger Output. Verdammt, warum haben wir denn das gemacht? Einfach mehr Geld verdienen. Nein, also, ja, ich glaube auch, also du musst als Technologiefirma halt einfach mitgehen und neuen Mitarbeitern halt auch was anbieten können. Ne? Ansonsten macht das auch keinen Spaß. Ja. Ja, was es ja auch mitgebracht hat, ist auch, ich meine, das könnte man vorher haben wir bei den meisten Applikationen, bevor sie in die Cloud gewandert sind, irgendwie 3 Releases pro Jahr gemacht, wo man dann halt den fetten Big Bang hat. Alle Entwickler kommen dann irgendwie, gerade bei den kritischen Sachen, am Wochenende irgendwie samstagnachts zusammen, sitzen schwitzend davor und hoffen, dass alles richtig entwickelt wurde oder beziehungsweise alle Fehler gefunden wurden beim Testen. Ne? Und das war so ein bisschen neue Welt. Also plötzlich haben wir gesagt, einmal pro Woche deployen wir. Da waren sogar die Kunden erstmal ein bisschen entsetzt und gesagt, was, das wollt ihr wirklich ernsthaft machen? Ja, stimmt. Das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst, auch dass der Mindset, also bei uns Entwicklern und also bei uns im Team auch insgesamt, da fasse ich natürlich alle zusammen, die auf der Mikromata-Seite dabei waren. Aber auch bei den Kunden ist es natürlich so, die kommen ja auch aus der alten Welt. Wir kommen aus der alten Welt, so, keine Ahnung, wir haben unsere Applikation ganz häufig irgendwie als RPM paketieren müssen, ja, mit allem möglichen, mit Anleitungen, wie das auszurollen ist. Und das war der Kunde natürlich auch gewohnt, dass es da Standards gibt, weil das macht man so. Und jetzt plötzlich sagen wir so, nö, brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben hier irgendeine Pipeline vielleicht, die baut, also nicht nur vielleicht, wir haben eine, die baut das, die macht so ein paar Checks, ja. Und wenn das alles Taco ist, dann wird das einfach so ausgerollt. Und wir haben auch keine Angst davor auszurollen, weil wenn es schief geht, kann man wieder zurückrollen, entspannt. Es ist nicht mehr so, also früher, wenn das schief gegangen ist, so ein Rollout, man muss sich vorstellen, da musste sich irgendeiner hinsetzen, musste RPM-HIV eingeben, den RPM-Package, dann ist das durchgelaufen, dann hat er vorher noch irgendwie vielleicht noch eine Atomkatze runterfahren müssen, ja, und den ganzen Kram, damit da nicht an der Datenbank rumgefriemelt wird, dann wird erst das Datenbankschema eingespielt, da hast du schon einmal so hier gesessen und hast gehofft, dass es gut geht. Und wenn dann so in der Telco irgendwie so plötzlich so Geknurre von dem Menschen kam, der das gemacht hat, dann hast du schon immer kurz vorm Herzinfarkt warst du. Ne? Also, und da war bei so einem Rollout, waren auch irgendwie 20 Leute immer dabei. Und sind es höchstwahrscheinlich teilweise noch, wenn das bei solchen Applikationen gemacht wird. Jetzt dürfen wir das machen. Aber es gibt nicht mehr so coole Partys. Das stimmt. Also, das stimmt. Alle Monate das stimmt. Ist auch nett. Ja. Also das stimmt schon. Ich vermisse schon so ein bisschen. Also wir haben uns dann immer getroffen, haben nebenher teilweise bevor es losging, irgendwie 2 Stunden vorher getroffen, noch eine Runde Tabletop gespielt, keine Ahnung, so eine Red Bull-Palette in die Mitte geschmissen und so ein Schnuckeberg. Also alle, die nicht aus Hessen kommen, Schnucke, es sind Süßigkeiten, ja. auf den Tisch geschmissen und total ungesund dann halt die Nacht uns um die Ohren geschlagen. Das hat auch Spaß gemacht. Definitiv. Also so wie so LAN-Partys, die man manchmal noch vermisst, so von 1990 oder so. Ne? Ja. Kannst du vielleicht kurz nochmal erklären, du hast gerade Pipeline gesagt, weil das ist jetzt vielleicht für die Zuschauer nicht allen so ganz so klar, was du darunter verstehst. Ja, okay, das ist jetzt keine Ölpipeline oder sonst was. Oder das ist ein Stück Software, das man konfigurieren kann, was Dinge, die man sonst per Hand machen würde, auch vollautomatisch macht. Also da kann man sagen, okay, check jetzt hier den Source Code aus.
Bau den Source Code, baut der überhaupt? Das ist immer das Wichtigste. Ne? Wenn der Source Code nicht mehr baut, braucht man danach nichts mehr machen. Und danach laufen denn die Tests alle? Ist die Test-Coverage auch zufriedenstellend? Code-Compliance muss getestet werden und so weiter und so fort. Und irgendwann sagt das Ding wie so eine Mikrowelle, bing, ich habe hier ein fertiges Release für dich. Was willst du denn damit anfangen? Und dann kann man sagen, jo, das verleibe ich mir jetzt ein, also ab damit in die Produktion oder vielleicht vorher noch auf ein Testsystem, wo man nochmal durchklicken kann. Und dann geht das in die Produktion. Das ist, was so eine Pipeline macht, ja. So ein bisschen so, ja, so ne, das, was Henry Ford früher gemacht hat, ne, der hat so eine Fabrik gebaut, wo du auch gut ist, ein deterministisches Ergebnis am Ende der Fertigungsstraße hast und dann noch einen Aufkleber QS Passed drauf machen kannst. Ja, ja. Stimmt. Ja, das ist schon. Ja, und was ich da halt auch spannend finde, da sind wir noch nicht in allen Projekten so weit, aber man kann natürlich auch alles automatisieren, ne? Also, der, ne, also du kannst einmal die Pipeline, die Applikation automatisch zusammenbauen in einem Docker oder irgendwas Container. Aber theoretisch könnte man natürlich auch noch mehr machen. Also könnte ja auch noch auch richtig Infrastruktur mit ausrollen in der Cloud. Und das finde ich auch so beim Thema Mindset noch ein wichtiges Thema, dass man versucht, so viel wie möglich zu automatisieren. Also nicht nur das Offensichtliche, ne, das Applikationsbauen, sondern auch tatsächlich so viel, wie es irgendwie geht. Ne, wir sind ja, ich sage immer, wir sind ja Werkzeugbauer. Ne? Also wir sind gut, wenn wir faul sind. Also eigentlich wollen wir überall, egal was wir machen, nur noch aufs Knöpfchen drücken und dann wird es automatisch in die Produktion provisioniert. Und da haben wir meiner Meinung nach auch noch den einen oder anderen Schritt zu gehen, weil also die Kunden, wie du gerade schon sagtest, Seppel, die sind ja, die kommen noch ein bisschen aus der alten Welt und man kann das nicht von heute auf morgen umstellen. Also so ein Mindset-Change, ne, das... ist ein bisschen auch eine Gewöhnungssache und auch die, das Setup außenrum, also außerhalb des Entwicklerteams, muss auch dazu passen. Hm. Ja, ich würde das auch nicht in einen Topf werfen. Ne? Also es gibt solche und solche Projekte. Ne? Also ich glaube, die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Projekte, die halt niemals ausfallen dürfen, die haben halt gezeigt, dass sie halt sehr konservativ immer betrieben wurden. Ne? Also 3-4 Releases im Jahr oder sowas. Wir haben aber auch schon vorher, also in dem Projekt, in dem ich vorher war beispielsweise, kommen wir, glaube ich, schon seit Jahren auf 80 Releases im Jahr. Ne? Ja. Also das ist halt auch so ja. da unterscheidet sich das alles immer ein bisschen. Ja, ne? Das stimmt. Aber das, was du eben angesprochen hast mit der Infrastruktur, das ist gerade, glaube ich, ich sage den Ausdruck jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wer mir zuhört, das ist der neue heiße Scheiß. Hättest du auch gesagt. Ja. Also GitOps, ne? Ja. So sagen halt irgendwie, also momentan haben wir schon so, unsere Infrastruktur, die gießen wir in Code, aber was wir halt noch nicht haben, ist, dass die automatisch angepasst wird. Ne? Das wäre dann der nächste Schritt, ne? Dass dieser Code halt einfach dann von der Pipeline sich auch angeschaut wird und dann auch mal ausgeführt wird. Ja. So ein bisschen, wenn man bei der Bonbon-Anomalie, Analogie, ach keine Ahnung, bei diesem Bonbon-Beispiel bleibt, ist ja so, man darf einkaufen gehen, das ist so, man klickt es händisch zusammen und dann kriegt man irgendwann mal einen Einkaufszettel von Mutti, ja, was man für Bonbons einkauft, das ist Infrastructure as Code und jetzt müsste man noch so einen Roboter bauen, der da so durchfährt und die Dinge einkauft mit der Einkaufsliste von Mutti. Ja. Ja. Aber ich glaube, Mutti schreibt keine guten Bonbon-Einkaufslisten. Nee, das ist bestimmt nur so gesundes Dinkelzeug drauf. Ja. Ja. Nicht, ja. Ja. Okay. Und was ich auch noch cool immer fand, wenn jetzt wir sind ja auch deutlich mehr noch in diese Richtung gegangen, Entwickler arbeitet, ne, in ein eigenes Feature auf einem eigenen Pull-Request und wenn ich das in so einer Pipeline automatisiere, dann kriege ich da so ein abgeschlossenes, in sich geschlossenes Arbeitsergebnis immer raus. Ja. Also was ich daran wirklich cool finde, ist auch so das Thema Verantwortung. Weil ne, also du kannst dann halt sagen, okay, hier, das ist ein eigenes Arbeitsergebnis. Das kann auch eine Fachseite bei unseren Kunden zum Beispiel abnehmen oder die IT kann das abnehmen und sagen, das ist so in Ordnung. Und umgekehrt für den Entwickler heißt das, der ist komplett selbstverantwortlich in seinem Doing. Also das ist auch noch so ein Mindset-Thema jetzt für mich, dass man halt... ja, also dass man isoliertes Arbeitsergebnis auch produziert und natürlich ist es reproduzierbar. Also das ist natürlich auch eine klasse Sache. Du hast einen Container und wenn die Umgebung identisch ist, würde sie auch identisch verhalten, aber der ist halt auch immer genau gleich. Und ich werde es nie vergessen, wir hatten auch bei alten Releases natürlich mal RPMs, wo man dann festgestellt hat, ja, die Produktionsumgebung hat irgendwie doch nicht ganz den Zustand gehabt, wie die Referenzumgebung. Und auf einmal funktioniert das auf der Produktion anders als in der Referenz. Und
Das war manchmal, wo man sich dann so einen Impuls gefühlt hat und kurz vor der Ohnmacht stand. Immer so, wenn es dann so kam, so Geknurre aus dem Telefon von den Personen, der den PC angehört. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Man sagt immer so, oh nein, was hat nicht funktioniert? Und bitte, bitte, lass es nichts Schlimmes sein. Ja, das, was für mich auch zum Mindset gehört, noch für Entwickler ist, also Christian hat es vorhin ja angesprochen, es ist aber natürlich, wenn man so ein Legacy hat, ist es meistens Monolith. Also ich meine, die Anwendungen sind alt und gewachsen und jetzt freut man sich natürlich als Entwickler, hat man natürlich dieses, geil, ich kann alles machen, was ich auf diesen coolen Konferenzen gehört habe. Ja, wir nehmen jetzt den großen Vorschlaghammer, hauen das Ding klein, machen Microservices, keine Ahnung, NoSQL muss auch überall rein. Das ist ein cooles Mindset. Das sollte man auf jeden Blockchain. Fall... Blockchain. Ah, Blockchain, ja, Entschuldigung. Was haben wir noch? Was ist jetzt das neue Web 4.0 oder NFTs oder so? Das ist das, also Blockchain, ja. Also das kann man jetzt alles da reinmatschen und dann in die Cloud und dann sind alle happy. Das ist ein cooles Mindset. Das sollte man auch immer im Hintergrund behalten. Aber der Aufwand... oder das Risiko, das einzugehen, ist relativ hoch. Und man sollte immer so ein bisschen, auch wenn es eine coole Spielwiese ist, immer so ein bisschen das Risiko im Auge behalten. Und man muss es ja mal, dass, wenn man sich seinen alten Monolithen oder sein altes Stück Softwaregewerk anguckt, das hat vielleicht schon seit 10 Jahren relativ zuverlässig viel Geld auch produziert und funktioniert für den Kunden, ist zufriedenstellend. Und wenn man jetzt hingeht und schlägt den klein und macht alles neu, dann ist es im Zweifel, dass das nicht mehr so unbedingt, dass man die Stabilität, die verliert man dann einfach dadurch, weil man neue Wege beschreitet. Und dadurch, dass man in die Cloud geht und Kubernetes und eine neue Umgebung hat und vielleicht noch eine Pipeline, die das war, da muss man schon sein Mindset irgendwie erweitern und sich daran gewöhnen. Und das ist schon komplex genug teilweise. Und wenn man das vorher nicht gemacht hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, manchmal saß man schon so und hat sich so verschwurbelt gedacht, oh Gott, wenn ich das jetzt so mache, dann funktioniert das jetzt nicht mehr. Und wenn ich mir überlege, wir hätten die Applikation dann auch noch klein geklopft, dann wäre das vielleicht, weißt du, so verfahren gewesen. So war es einfach, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, man hat sich so kleine Bonbons schon mal rausgeholt, oder große Bonbons auch teilweise, und hat die schon mal irgendwie angefangen, aber man hat nicht alles auf einmal gemacht. Und das war auch ein gutes Mindset, was ich immer beibehalten würde bei sowas. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, dass wir gerade, wenn wir irgendeine Applikation, so wie sie ist, in ein dynamischeres Umfeld bewegen. Ne? Also normalerweise ist der Betrieb halt, wenn man den klassisch nimmt, dann ist der halt relativ starr. Ne? Man hat irgendwo seine Racks stehen, da sind seine Server drin und ja, man kann vielleicht mal irgendwie eine virtuelle Maschine dazu buchen oder sowas. Ne? Oder dann mal sagen, ich brauche im Dezember 3 Maschinen mehr. Dann wird das auch innerhalb der nächsten Monate beschafft. Also wenn man in die Cloud geht, dann kriegt man auf jeden Fall, das ist eigentlich immer so, mehr Flexibilität. Und mit dieser Flexibilität schon mal, wenn man die hat, dann kann man auch erstmal seine Applikation nehmen, rüber migrieren, as is, und kann dann schauen, dass man diese Flexibilität halt nutzt, diese neue Plattform nutzt, um halt dynamisch, also in einem dynamischeren, flexibleren Umfeld seine Applikation auch anzupassen und zu verbessern. Mhm. Ja, also ich meine, wie wenn ich in so einem Umfeld, wenn man es dann nicht hinkriegt, dann geht es halt auch einfach gar nicht mehr. Ne? Aber so kann man, wir können halt einfach neue Stages dazustellen, wir können rumtesten, wir können Datenbank, große Datenbankänderungen. Ja, wie macht man es? Man klickt sich eine Datenbank. Ne? Man klickt sich eine Datenbank und die halt einfach baugleich ist, die dasselbe Setting hat und macht mit dieser Datenbank dann Dinge und probiert damit rum. Versuch das mal in einem klassischen Rechenzentrum zu lösen. Mega, weißt du, wo ich mich jetzt neulich gefreut habe, weil mir ein Kollege gezeigt hat, ey, du kannst jetzt hier bei dem Produkt, bei der Datenbank, kannst du einfach auf Clone and Owned klicken, gibst dem Ding einfach einen anderen Namen und dann kannst du da deine Migrationsskripte abfahren. Und ey, wenn ich früher dran denke, dann hast du da Terabyte große Datenbanken, hast irgendein SQL dir zusammengeklöppelt, hast das irgendwie versucht, lokal zu fahren und dann hast du es abgegeben und dann ist es schief gegangen. Oder es war einfach im Betrieb nicht möglich, einfach nochmal irgendwie 20 Terabyte Oracle-Datenbank als Snapshot irgendwie bereitzustellen zum Testen. Das war kann ich auch verstehen. Du musst die Hardware haben, du musst das Personal haben, was das macht. Ne? Das kostet irgendwie alles Geld, das muss ja Lizenzen bezahlen. Und in der Cloud kannst du teilweise einfach sagen, mach mir jetzt einen Snapshot von dem Ding. Du hast eine komplette Kopie, kannst es ausprobieren und schmeißt sie danach weg. Ja. Das ist mega. Und wir haben natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein, behaupte ich, gewonnen, was generell auch so Rollbacks sowohl auf Datenbankebene als auch in der Applikation angeht, weil wir halt, wir wussten halt dann technisch, was passiert. Und ich weiß noch, also so ein Rollback bei einem klassischen Release,
Das wurde natürlich auch auf, bei unseren Kunden immer so sehr, genau, also die haben das immer versucht zu vermeiden, wie, ich weiß nicht, der Hund des Weihwasser. Nee, wie geht der Spruch richtig? Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Wie der Teufel das Weihwasser. Also, so. Das genau, also weil man einfach Angst hatte, was passiert denn, wenn ich ein Rollback mache? Das hat keiner, also das hat man zwar getestet auf der Referenzumgebung, aber in der Produktion bitte bloß nicht. Zumal, also wenn man RPM deinstalliert, ist wie kennt jeder von seinem Computer zu Hause, wenn ich meine Software deinstalliere, ist mein Computer danach auf dem gleichen Zustand wie vor der Installation oder gibt es da doch noch irgendwelche Reste? Ne? Also wenn ich das vor zurück mache, wie ist dann da der Zustand? Und bei Datenbanken, also das ist ja eigentlich noch ein Stück weit schlimmer. Und ich sag mal, wir hatten natürlich immer Datenbankkonzepte in der Hinterhand, wie kann man Backup einspielen? Jetzt mal ganz schlimm gedacht, irgendwas macht die Datenbank richtig kaputt. Gab es natürlich Konzepte für, aber die hat man natürlich in der Produktion nie testen können. Und da sind wir natürlich jetzt, glaube ich, deutlich, deutlich entspannter. Ja. Es ist keine Angst mehr, es ist nur Respekt. Ja. Genau, und vor allen Dingen, ich glaube, wir haben das auch dann jetzt mit dem Cloud-Gang, mit den Cloud-Gängen auch oft in einigen Projekten das erste Mal auch wirklich dann praktisch getestet in der Produktion und gesagt, okay, hey, wir starten ja jetzt hier eh von vorne, wir müssen ja eh alle Daten in die Cloud migrieren. Da kann ich bei der Gelegenheit ja einfach mal testen, wie funktioniert ein Rollback. Mhm. Definitiv, das ist auch, was auch noch so ein bisschen in diese Mindset-Sache reinspielt, ist, man sollte vielleicht auch mal Disaster Recovery wirklich ausprobieren. Und das Coole ist, man kann das selber ausprobieren. Also, ganz ehrlich, die größte Freude war bei mir, als ich gehört habe, dass wir mit diesem, dass wir in die Cloud gehen und dass wir eventuell auch den Betrieb machen. Ich habe endlich Root-Zugang auf die Maschinen. Also ich habe Shell-Zugang. Man konnte vorher, ist ja alles eingesperrt, ne? Also wie Christian es vorhin am Anfang gesagt hat, ja, man hat diesen Bonbonladen und dann kommt dann doch immer noch mal der Einkaufskopf vorbei und sagt so, nee, also diese Bonbons sind erst ab 21, bist du überhaupt schon 21? Das hat man ja schon. Aber so war das in den alten Umgebungen richtig krass, man hat nie Shell-Zugang gehabt. Also das Größte der Gefühle war, dass man vielleicht mal irgendwie so ein Screensharing von den Leuten, die den Betrieb gemacht hat, bekommen hat und konnte denen Befehle diktieren. Jeder, der das schon mal gemacht hat, es gibt vielleicht Leute, die mögen das, ich hasse das. Ja, also dann die armen Leute verschreiben sich noch, weil die sind ja auch noch gestresst. Ne? Da diktiert irgendwie einer, ja, jetzt musst du hier sudo minus c, bla bla bla. Was hat der vor 2 Sekunden gesagt? Und ich hatte plötzlich einen Shell-Zugang. Das war das Größte, worauf ich mich gefreut habe. Also das ist einfach so, ich kann endlich mal gucken, ich kann selber mal Hand anlegen, wenn der Tomcat irgendwie doof macht, ich kann da reingehen, kann selber die Thread-Dumps erstellen, kann mir die selber runterkopieren, mir selber machen. Ich muss niemanden dazu anleiten und warten. Das war das Größte, worauf ich mich gefreut habe. Der Rest danach, wie der Bonbonladen da so hinten sich dann noch so aufgetan hat, das war dann natürlich die Erleuchtung, aber das war mein Größtes. Wobei wir hier auch Sachen gerade vermischen. Ne? Ja. Also ist es, also das kann man, hätte man auch vorher schon haben können, das heißt dann DevOps. Ne? Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Cloud zu tun. Ja, das stimmt. Das ist bei uns halt jetzt zeitgleich passiert, ne? Dass wir halt irgendwie gesagt haben, wir ändern unsere organisatorische Struktur und machen nicht nur die Entwicklung, sondern auch den Betrieb jetzt von diesem Projekt. Und haben halt jetzt unseren Bonbonladen und dürfen dadurch spazieren und alles machen. Ja. Also was ihr da jetzt ansprecht, ist ja auch ein anderer Change, der mit Cloud zumindest oft auch mit einhergeht, weil man ja sagt, okay, wir wollen jetzt DevOps sein, wir wollen Entwicklung und Betrieb aus einer Hand haben. Und ja, das hat natürlich die Cloud auch, war natürlich auch ein Türöffner. Also natürlich auch für uns irgendwo, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt auch Betriebsdienstleister. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei uns so. Ich glaube, dass es ein genereller Trend ist, dass halt versucht wird, Entwicklung und Betrieb in eine Hand zu geben. Und das hat natürlich die Konsequenz, also früher hatten wir eine Trennung, ne? Also das vielleicht auch nochmal, warum der Seppel denn gar keinen Root-Zugang hat. Das lag einfach daran, dass der Betriebsdienstleister eben ein anderer Dienstleister war als wir. Und wenn ich das jetzt zusammenlege, hat natürlich jeder unserer Kunden 2 Optionen. Also jetzt mal, man kann das Projekt natürlich komplett neu ausschreiben und einen ganz anderen Kunden geben. Oder eben er sagt, entweder der Betriebsdienstleister macht auch noch die Entwicklung mit oder der Entwicklungsdienstleister, was dann wir meistens waren, macht eben auch noch den Betrieb mit. Mhm. Und so oder so bedeutet es natürlich dann eine Umstellung auf der einen oder anderen Seite. Und ich sag mal, es hat sich bei uns jetzt natürlich häufig dadurch entschieden, dass unsere Kunden sich überlegt haben, wo sieht er denn das Know-how, mehr Know-how oder wem traut er jetzt eher zu, die andere Aufgabe noch mitzuerledigen. Und das war, ich sag mal, auch so ein bisschen unser,
unser Vorsprung, den wir da hatten, weil wir natürlich jetzt auch dann Betriebsdienstleister sein möchten für Applikationen, die wir auch entwickeln. Ja. Und da legen wir auch ein bisschen Wert drauf, ne? Dass wir halt sagen, wir wollen da jetzt nicht nur so aus so einer rein betrieblichen Sicht drauf gucken, sondern wir wollen wirklich DevOps sein. Ja, es ist einfach, ich sehe da einen großen Vorteil drin, weil wenn man Software entwickelt, ne, Christian es auch vorhin angesprochen hat, man will ja irgendwelche Services benutzen, keine Ahnung, man kommt jetzt auf die Idee, wir wollen jetzt irgendwie ein Redis benutzen, so. Wenn man das früher gemacht hat, dann musste man erstmal hingehen zum Betrieb, wir brauchen Redis. Dann hat sich manchmal der Betrieb angeguckt, qu'est-ce que c'est, kann man das essen, wo kommt das her, was ist das, müssen wir erstmal nachfragen. Jetzt ist es so, wenn in dem Bonbonladen das von uns für freigegeben worden ist, können wir uns ein Redis klicken oder ein Redis installieren, dann ist das alles Taco und wir können aber auch gleich entwickeln, darauf hin entwickeln. Und manchmal kann man doch einfach mal ein bisschen rumtollen, weil vielleicht ist der Redis nicht das Richtige, vielleicht will man Hazelcast oder was anderes benutzen. Und man kann so ein bisschen rumprobieren und das Beste für beides rausfinden. Was ist gut, was ist stabil und zuverlässig im Betrieb, was funktioniert gut und was ist gut für die Applikation. Und das ist wirklich, deswegen finde ich das gut, wenn Entwicklung und Betrieb zumindest aus dem gleichen Team kommen, weil man sich besser abstimmen kann. Ja, genau. Und als klassisch. Genau, du hast halt nicht mehr diese Feedback-Schleifen. Ne? Genau. Beziehungsweise die sind halt extrem kurz, weil die halt innerhalb des Teams passieren. Ne? Ja. Und ich glaube, was halt an der Stelle wichtig ist, ist, dass wir immer auch bedacht haben, dass wir, also ich sage es anders, ein Entwickler neigt vielleicht dazu, der möchte gerne immer Neues und immer schnell und immer das neue Zeug reinholen. Und vorher, wenn eine Applikation bei einem Betriebsdienstleister in einem klassischen Betrieb lag, der möchte gerne so wenig Veränderungen wie möglich. Also für den sind womöglich 3 oder 4 Releases im Jahr schon zu viel. Mhm. Der möchte gerne eigentlich, wenn das läuft, dann soll das so sein. Dann bitte nicht ändern. Und da muss man natürlich jetzt auch irgendwie sehen, dass man mit einem Werkzeugkasten und mit Regeln, ne, also automatischen Bildprozessen, Tests, Integrationstests, Ende-zu-Ende-Tests, dynamischen Stages in der Cloud, wo man dann sagt, man macht fertige Abnahmesysteme, die zur Abnahme halt einfach immer erreichbar sind mit bestimmten Ständen. Mit solchen Sachen schafft man sich halt dann auch wieder Qualität und Abnahmeprozesse, die dann diese Sicherheit wiederum geben. Mhm. Ne? Und ohne diese Sicherheit, glaube ich, wäre das halt auch nicht möglich. Und da muss man halt auch als Entwickler manchmal ein bisschen zurückstecken und muss sagen, okay, wir müssen jetzt hier mal auf ein Ergebnis warten und müssen vielleicht jetzt nicht 2 oder 3 Releases diese Woche machen. Ne? Und dieses Feature muss jetzt auch noch nicht sofort rein. Das wird jetzt erstmal verprobt, aber das Verproben geht halt. Ne? Mhm. Und es ist halt nicht so teuer. Das ist halt nicht das Risiko, jetzt irgendwie zu sagen, wir benutzen hier mal eine neue Technologie testweise. Mhm. Ne? Weil da muss man halt nicht so einen riesen Fass für aufmachen. Es geht halt einfach. Ne? Man klickt sich das. Die Cloud ist, ich klicke mir das. Genau. Nochmal auf die Anfangsfrage. Ich glaube, dass wir auch tatsächlich anders über Probleme nachdenken. Also zum Beispiel, was wir jetzt letztens hatten, Kunde möchte Mutual TLS haben. Also als wir noch kein Betriebsdienstleister waren, hätten wir das ganz klar in der Applikation gelöst. Da hätten wir eben die Zertifikate da eingespielt und das hätten wir in der Applikation terminiert. Und jetzt wissen wir halt, okay, wir müssen da nicht irgendwie einen Admin-Auftrag schreiben, wo man den Betriebsdienstleister genau erklären muss, welche Befehle der da ausführen muss, sondern jetzt können wir das eben einfach alles schon vorbereiten. Und jetzt ist natürlich, denkt man auch anders über Lösungsoptionen nach. Ne? Ja. Also ich glaube, wir hätten nicht drüber nachgedacht früher, das in irgendeinem Load Balancer oder so irgendwas zu terminieren. Das war einfach vom administrativen Aufwand, vom organisatorischen Aufwand für uns viel zu hoch gewesen. Oder es wäre natürlich möglich gewesen, aber wer hat denn da Spaß dran? Ne? Es geht uns ja auch ein bisschen darum, dass wir das so nachhaltig und dass wir auch immer befähigt sind, einzugreifen. Ne? Das so. Ja, wenn man hierher kommt, soll man auch einen schönen Tag erleben. Ne? Ja, genau. Ja, das ist ein echt guter Punkt. Man kann das wirklich, man ist nicht mehr ganz so hacky unterwegs, sage ich es jetzt mal. Ne? Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Ne? Früher hat man halt sich überlegt, okay, dann muss man halt das und das machen, was bringt das für einen Rattenschwanz mit? Also hat man so ein bisschen strategisch-politisch eher so teilweise überlegt, wie macht man was in seiner Applikation, wo löst man das, wo möchte man das gelöst haben? Und mittlerweile denkt man sich vielleicht so, nee, das kann da alles raus, man entschlackt dann auch so ein bisschen, man sagt so, raus damit, das kann alles, das kann Infrastruktur machen, ne? Das müssen wir nicht machen. Das ist ein guter Punkt, ja. Denke ich auch. Ja, und ansonsten Thema Automatisierung, ne? Das haben wir, also wenn ich überlege, dass wir unsere Server inzwischen halt einfach mit einem Befehl können wir eine gesamte Serverlandschaft
inklusive eingebauten Kubernetes, allen SSL-Zertifikaten, Secrets, Zugänge, es ist alles da. Es ist, also wenn man in die Cloud geht, dann ist das eine ganz klare Empfehlung, auf jeden Fall alles, was irgendwie diese Cloud-Landschaft dann am Ende bebaut, ne, das muss in Code gegossen werden. Auf Onkel Klaus hören, ganz wichtig. Ja. Ja, auf den alten Weihnachtsmarkt. Ja. Nee, ernsthaft, das unterschreibe ich sofort. Mit einem dicken, also wirklich, man kann am Anfang so klicken, aber man sollte es klicken immer mal lassen. Also man sollte wirklich das zum Kennenlernen. Bitte zum mach Kennenlernen das. Ja, bitte mach das. Ja, was ja da auch mit dazugehört, also, oder da mussten wir ja auch am Anfang so ein paar neue Technologien auch einführen, für unsere Systemlandschaft gesehen zumindest, das Thema Monitoring. Ne, also das hat ja klassisch vorher ein anderer Dienstleister gemacht. Und natürlich, weil wir auch, also Wartungsdienstleister waren wir natürlich teilweise schon für die Applikationen. Das heißt, irgendwie so ein fachliches Logging hatten wir schon. Aber wir haben natürlich auch einiges noch gebraucht, also auch um Alarme zum Beispiel aufzulösen, um zu gucken, was geht denn jetzt hier schief. Ja. Ja. Und auch da haben wir auch wieder uns von verschiedenen Welten halt auch bedient. Ne? Wir haben da DevOps-Themen reingebracht, wir haben aber auch also SAI-Themen reingebracht. Das heißt, wir haben ganz klar geguckt, auch wenn irgendwelche Alarme ausgelöst wurden, also wir haben die Vitalwerte unserer Anwendungen dann überwacht und von innen und von außen im Übrigen, das ist immer eine gute Idee, ne? Also nicht nur innerhalb des Clusters Monitoring zu haben, wenn das Cluster weg ist, dann ist dann der Rest auch weg. Da gibt es keine Alerts, ist auch gut, auch weiter, wenn die Rufbereitschaft weiter schlafen. Ja. Genau. Nee, also das war auf jeden Fall wichtig, dass wir innerhalb und außerhalb das Monitoring haben und dass, wenn der Andreas hat es vorhin schon angesprochen. Ne? Also wir haben halt teilweise echt wichtige Applikationen da und die werden von dieser 24/7-Rufbereitschaft begleitet. Und wenn die dann halt auf die Bretter geht oder es gibt irgendein Problem und die müssen das Problem lösen, dann sind das halt teilweise halt auch Leute, das sind zwar Entwickler teilweise und die sind fit und kommen aber aus anderen Teams vielleicht, ne? Und kennen sich halt nicht so genau mit der Anwendung jetzt gerade aus. Und deswegen haben wir halt auch darauf geachtet, dass wenn irgendwas wirklich auf die Bretter geht, dass in der Notification bereits drin steht, wie man zur Lösung kommt. Ne? Mhm. Dann ist dann halt ein Link zum Confluence drin und dann klickt man da drauf und dann sieht man irgendwie das Problembild und sieht, was man machen muss. Weil nachts um 3, wenn das Telefon klingelt, ist halt nicht mehr viel mit Nachdenken. Ne? Und wenn ich dann rausgeklingelt werde und zum ersten Mal für eine andere Anwendung, die ich vorher vielleicht noch nicht gesehen habe, groß, außer halt bei Trainings, ne? Dann bin ich dankbar. Ja. Also das ist auch so ein Klassiker, ne? Dass man denkt ja immer, Cloud, das ist jetzt alles viel stabiler, das macht ja jetzt Microsoft, Google, Amazon, hosten das Ding. Aber so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mein Bauchgefühl ist, das ist so plus minus null. Das ist halt ein anderes Rechenzentrum, aber wenn der Bagger übers Kabel fährt oder der Praktikant das Kabel rauszieht aus dem Netzwerk, also, dann kriege ich natürlich das, was ich gekauft habe. Die machen das schon gut. Ne? Also ich habe das Gefühl, die machen das auch schon besser als andere, weil du halt den Dienst dir kaufst. Ne? Und die SLAs erfüllen die schon. Ne? Also bisher haben die, glaube ich, die SLAs immer erfüllt. Aber es passieren halt auch manchmal so Dinge. Ich kann mich an einen Abend Rufbereitschaft erinnern. unsere Daten, wir haben so eine Datenbank in der Cloud. Ne? So ein Service. Wir haben den geklickt und gekauft. So. Und dann haben die Patches eingespielt auf dieser Datenbank. Was haben die? Also wir haben mehrere Datenbanken fachlich unterteilt, aber die Applikation braucht die alle. Und dann ist immer eine Datenbank weg gewesen. Und dann haben die haben halt die Datenbank quasi kopiert, haben dann die Connection umgebogen auf die neue Datenbank und haben dann die alte Datenbank runtergefahren. Mhm. Und das war ja auch nett und das hat auch funktioniert. Aber das ist halt auch was, da muss man erstmal mit lernen, dann irgendwie klarzukommen, halt auch innerlich damit klarzukommen, dass andere Menschen darüber entscheiden, dass dann eine Datenbank zu irgendeinem Zeitpunkt halt gepatcht wird. Ne? Und das halt auch zu Schlafenszeit passiert. Ja. Ne? Das ist ja gut, aber... Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du die Nacht meinst, an die ich gedacht habe, dass da einmal so ein... Ich glaube, ich bin 14 Mal aufgestanden. Ja, oh, genau. Nicht schlecht. Also wirklich die Kollegen irgendwie wahnsinnig oft rausgerufen worden. Die Datenbank war ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich weg. Nee. Das waren ein paar Sekunden und bis die Kollegen am Rechner waren und geguckt haben, was eigentlich los ist, haben sie eigentlich nur noch feststellen können, ja, ist schon wieder vorbei. Es war nur so ein...
Fingerschnippen eigentlich. Ja, also es ist gutes Training für Powernapping oder was? Genau, die ersten 3-4 Male haben wir dann auch noch hinterher geschrieben irgendwie, dass es da einen Schluck auf gab und dann haben wir es auch irgendwann gesagt, wir fassen das dann am nächsten Morgen zusammen. Ja, und meistens ist ja auch dann so, also Lessons Learned da draus ist ja auch meistens okay, die Alerts sind vielleicht ein bisschen hysterisch. Ja, wir drehen die mal ein bisschen höher, die Zeit, wann es klingeln soll. Ja, das ist ja auch oft so, ne? Wenn man setzt zum Monitoring auf und denkt sich, ey, wenn die Datenbank, ich spinne jetzt mal für 500 Millisekunden, die ich zu erreichen ist, dann geht die Welt unter. Ja, das ist mega kritisch, da musst du alles ran. Klingeln. Ja. Ja. Da musst du sogar die Freiwillige Feuerwehr in Kassel ausrücken und ins Rechenzentrum fahren und sowas. Also nein, das ist natürlich, ist doch ein Prozess, ne, wie bei immer. Ja, genau, das ist ein Lernprozess gewesen. Und da nochmal ganz kurz, um auf Monitoring und Logging zuzukommen. Jetzt ist ja auch ganz oft die Meinung von Entwicklern oder Entwicklerinnen, das geht nur, wenn man das mit dem neuesten heißen Scheiß macht. Also das geht nur, wenn du, keine Ahnung, Java 17 hast, Spring Boot mit Kotlin verheiratest und Quarkus oder sowas am Laufen hast. Also dann kann man Quarkus das nur machen. Und Spring Boot. Das ist ein Irrglaube. Ja, das geht auch nicht. Ihr könnt auch eure alte Java 8 Version nehmen, Applikation, und könnt da einfach dieses Prometheus und loggen mal irgendwie in eine JSON-Datei, das gibt es auch alles in älteren Versionen. Das kann man einfach alles einbinden. Dafür muss man jetzt nicht alles neu schreiben oder auf die neuesten Sachen liften. Man sollte aber überlegen, ich weiß, dass wir das bei deiner Applikation gemacht haben, wenn man so ein bisschen älter unterwegs ist, so mit Java 8, ich meine, ich glaube mittlerweile, was ist 17 jetzt State of the Art? Also das sind 9 Releases und da hat sich auch echt viel getan. Sollte man, wenn man vielleicht sein altes, schnuckeliges Monolithchen nimmt und will es in die Cloud stopfen, könnte man sich überlegen, ob man zumindest vielleicht das Java mal liftet. Viel Spaß mal bei Modules, ihr werdet alle schreien und nicht aus dem Fenster springen, es wird alles gut, man kann das lösen, aber das ist so ein Takeaway. Das haben wir auch gemacht und das hat sich auch echt gelohnt. Das fand ich gut zum Beispiel. Aber nicht auf 17. Nee, das steht jetzt aber an. Ja, ja. Wir sind fleißig. Wie seht ihr das Thema Security? Ich finde, also, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, genau. Also, wir haben da ja auch ein paar Erfahrungen bei unseren Kunden gesammelt. Also, oder auch, warum ihr ja vorhin sagtet, man kann jetzt aus der Bonbonkiste nicht so ganz alles nehmen. Das hatte ja tatsächlich bei unseren Kunden, also, ne, das sind kritische Systeme und die Daten sind ja auch durchaus sensibel. Ich glaube, es ist wie mit allem im Leben, es ist eine Wellenbewegung. Ne? Es ist eine Wellenbewegung. Also ich glaube, solche Security-Richtlinien, da kommt was dazu. Also man findet sich auf dem Stand und dann passiert irgendwas und dann macht man dafür ein neues Protokoll und dann gibt es eine neue Regel. Und dann passiert wieder irgendwas und dann gibt es wieder eine neue Regel und dann passiert irgendwas und dann gibt es eine neue Regel. Und dann fängt man irgendwann an und hat dann halt irgendwie so einen Haufen Regeln, dass man sich nicht mehr so weiter wegbewegen kann. Es ist überall so. Ne? Ob das Datenbanken, Skalierbarkeit, Anwendung, ist egal was im Leben, ne? Glaube ich. Wetter. Und wenn man dann solche Momente hat, wie dass man komplett dann so die Infrastruktur, die Architektur sich einfach ändert, eine neue Plattform kommt, wo man Sachen betreiben kann, dann fängt man an und denkt das Ganze auch wieder neu. Und es gibt dann halt das Potenzial, dass man die alten Fehler nochmal macht. Ne? Das ist dann halt so, muss man ein Stück weit auch mit leben, aber es bringt halt auch das Potenzial mit, dass man so ein paar Handschellen verliert. Und ich glaube, da sind wir auf so einem Weg gerade. Ja, dafür möchte ich auch noch was sagen. Es ist immer gut, in dem Team vielleicht einen zu haben, der jetzt, sagen wir mal, nicht auf dem goldenen Einhorn Richtung Cloud-Himmel. Ein Bedenkenträger, der zum Beispiel mal fragt zu Sachen. Ja, jetzt habt ihr euch eine Datenbank geklickt. Ist die denn verschlüsselt? Ja, ist sie. Wie wird die denn verschlüsselt? Hat Microsoft automatisch gemacht. Ja. Darf ich auf den Löschen-Button klicken? Ja, genau. Ja, genau. Zum Beispiel, ja. Aber ist dann Delete-Log drauf, ne? Ja. Sind die Festplatten verschlüsselt? Ich meine, klar, das ist irgendwie alles virtuell, das läuft dann auf irgendeinem Server im Zweifel. Es ist nicht garantiert, dass da nebenan nicht irgendwie Evil Knievel auch noch seine Festplatte hat und vielleicht da ausbrechen kann und kann deine Festplatte mitlesen. Es muss irgendwie verschlüsselt sein. Deswegen ist es immer gut, im Team auch vielleicht irgendjemanden zu haben, der da nicht so unbedingt immer vorne mitreitet, sondern der auch mal so Sicherheitsbedenken hat und so Fragen, weil man liest es ja auch immer wieder auf Heise, Golem, keine Ahnung wo, dass es meistens irgendwelche Datenlecks gibt, weil irgendeine Datenbank halt frei im Internet irgendwie zur Verfügung stand, war jetzt neulich erstmal wieder, Festplatten nicht verschlüsselt sind oder sonstigen Kram. Und da muss man sich drum kümmern. Und eigentlich ist am Anfang war es so ein bisschen, man ist echt in diesen Bonbonladen gegangen und dann kam die Security und hat erstmal einen niedergeknüppelt und hat irgendwie, keine Ahnung,
drei Viertel von den Süßigkeiten mal wieder eingesammelt, hat gesagt, kannst du vergessen, gibt's nicht. Ja? Aber im Nachhinein bin ich gar nicht mal so unglücklich darüber. Es war natürlich bei manchen Sachen schade, aber es ist eigentlich auch sinnvoll, weil man möchte nicht, also ich möchte auch definitiv nicht morgens Heise aufmachen und lesen, die Applikation vom Kunde 4711 ist außerdem gehackt worden und ein riesiges Datenleck bei dem Softwarehersteller Mikromata aus Kassel, das will man ja eigentlich nicht. Ne? Also deswegen ist es da eigentlich auch ganz gut, Handschellen angelegt zu kriegen. Nicht alle sind immer sinnvoll. Ja. Ne? Also wenn man jetzt die Kisten nicht selber unter Kontrolle hat und der Meinung ist, man hat das beste Security-Team aller Zeiten zur Verfügung, was die eigenen Server und die eigenen Maschinen wartet, dann muss man da halt auch ein bisschen Acht drauf geben. Noch ja. Ein bisschen mehr vielleicht, als man es vorher getan hat sogar. Genau. Ja. Ich hätte jetzt noch zwei Abschlussfragen in der Hoffnung, dass ich die zweite nicht vergesse, während ich die erste, weil also die Stunde ist jetzt bald rum und ich wollte kurz danach dem Chat nochmal 5 Minuten Zeit geben, Fragen zu stellen. Also eine wäre, Seppel, wenn du jetzt, der Kunde kommt jetzt, wenn er jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne meine Legacy-Applikation in die Cloud bringen, ich habe aber wenig Geld. Was wäre denn, ja, okay. Du weißt, wie es immer ist. Das ist natürlich ein Thema, was natürlich viele unserer Kunden auch haben, weil natürlich, das sind so Sachen, es ist die ganze Zeit gelaufen in der On-Premise-Welt. Es gibt, der Kunde sieht die Vorteile, möchte auch die sozusagen perspektivisch nutzen, aber der hat jetzt halt erstmal nur ein kleines Budget zur Hand. Wo denkst du, kann man am besten sparen? Oder was könnte man sozusagen, was wäre so das Minimale, wo du sagst, das brauchen wir auf jeden Fall, sonst. Brauchst du eigentlich nicht anfangen oder wo sagst du, also... Drei Dinge. Also ich würde das Ding so lassen, wie es ist. Ja, also ich würde den Source Code, da würde ich gar nichts sagen, wie ich schon gesagt habe. Man kann das einfach so nehmen, das ist das EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das ist egal, ob das monolithisch oder in einer Microservice-Architektur passiert. Das ändert nichts von dem Verhalten. Ich würde sagen, okay, ihr müsst dafür Geld bezahlen, dass wir das containerisieren. Das ist wichtig. Das ist eine ganz große, wichtige Sache, dass die Applikation containerisiert wird. Meistens ist das kein großes Hexenwerk, das ist ein Tomcat, wo man das WAR mit reinpackt. Man härtet so ein bisschen den Tomcat, dass natürlich nicht irgendwie das Ding als Root läuft und so weiter. Und man macht es so, dass dieser Container maximal konfigurierbar ist über Environment-Variablen. Also bitte macht das nicht, dass ihr irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Container für die REF, da sind die REF-Datenbank-Connections drin und wir haben jetzt hier eins für das Feature-Request, da sind das Hardware-Tratet, habe ich schon alles gesehen, also immer schön steuerbar machen, das ist das eine. Und dann würde ich Monitoring einführen. Wenn ihr noch kein Monitoring habt, gibt es von Prometheus, würde ich einfach reinpacken und das Logging. Meistens ist Logging vorhanden. Also es ist nicht so, dass irgendeine Legacy-Applikation irgendwie läuft ohne Logging. Ich würde das Logging vielleicht nur ins nächste Level heben, dass man das in einen Greylog, Kibana, Loki. Kannst du ja klicken, machst einen Datalog, musst du nicht warten. Oder Datalog, man kann es wieder klicken, wenn man das darf. Also das wäre das, wo ich sagen würde, okay, dafür müsstet ihr Geld ausgeben. Datenmigration müsste man sich im Zweifel unterhalten. Wenn man Glück hat und der sagt der Kunde, na gut, dann ist das Ding halt jetzt mal 4 Stunden offline und man hat da eine Postgres, dann gibt es eine Postgres auch bei den meisten Cloud-Anbietern gibt es das oder man muss sich halt eine Self-Hosted hinstellen. So könnte man das machen, auf jeden Fall. Und dann, klar, dann hat man das Ding selber jetzt nicht geliftet, läuft vielleicht immer noch mit Java 8. So what, ist nicht so schlimm, aber es läuft in der Cloud. Und Infrastruktur und sowas klicken, wie Christian vorhin schon gesagt hat, ja, man muss sich unterhalten, was für eine Infrastruktur, aber das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk mehr, sich das zu überlegen. Da gibt es fertige Rezepte auch, die man nehmen kann und kann sagen, okay, wir fahren euch jetzt in der Azure das einfach hoch, wenn das für euch in Ordnung ist, aber okay, ihr wollt kein Azure, dann machen wir es jetzt halt in der Google-Dings, wir deployen das da rein, es läuft. Also ich erinnere mich dran, jetzt ein Projekt, wo wir das ja auch gemacht haben, wo du vorhin schon gesagt hast, da haben wir eigentlich erstmal ohne Kubernetes gestartet. Da haben wir gesagt, okay. Entschuldigung, es muss auch kein Kubernetes sein. Man kann auch einfach, es gibt sogar, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, bei Azure gibt es das auf jeden Fall, man kann einfach so ein WAR-File nehmen und kann das einfach irgendwo hinschmeißen. App-Services. Ja, App-Services heißt genau. Ne? Ja, und dann, Functions halt. Ja, genau. Ja, und dann fährt da einfach alles hoch und fertig, da muss man nichts machen. Ja. Okay. Und meine zweite Abschlussfrage wäre dann... Schade, ich habe mich gerade auf die gleiche Frage vorbereitet. Ja, dann komm. Wenn du noch was loswerden möchtest, ja, dann will ich dich jetzt natürlich nicht aufhalten. Ja, ich glaube, ich würde den Kunden mal bitten, dass er zusammenrechnet, so was er in den letzten Jahren an Betriebs- und Wartungskosten bezahlt hat. Weil das sind halt auch so zwischenzeitlich so Sachen, ne? Wie, weiß ich nicht, ein Lib vom Betriebssystem mal dabei oder sowas. Ne? Oder irgendwelche SSL-Zertifikate werden erneuert. Und wie lange dauert das? Ne? Und gefühlt kostet das in der Cloud alles weniger Geld. Ne? Und das kann er dann aufs Budget nochmal mit drauf machen, dann kriegen wir einen guten Cloud-Gang.
Das stimmt. Gut, sehr gut. Gut, das würde mich zu der zweiten Frage bringen. Also für, da darf der Seppel natürlich auch gleich was dazu sagen. Erstmal genau, Christian, du darfst auch was dazu sagen, wenn du magst. Ja, habe ich ja. Ja. Genau, die, das wäre nämlich, wenn jetzt der Kunde kommt zu uns und sagt, Christian, wir möchten unsere Applikation in die Cloud bringen. Wie wird denn das bei uns vielleicht, wie läuft denn das bei uns so ab? Wie läuft also, das bei uns ab? Ja, also was ist so unser Vorgehen üblicherweise? Dass wir mal vielleicht jetzt, jetzt auch den Kunden da draußen in der Welt nochmal ein Bild geben können hier. Die haben vielleicht eine Bestandsapplikation, ja. Spielen mit dem Gedanken, vielleicht haben sie auch gerade, fangen sie auch gerade in ihrem Konzern an, so eine Cloud-Plattform überhaupt erstmal ins Leben zu rufen. Also sollte man vielleicht auch erwähnen, viele unserer Kunden haben so eine abgeschlossene Cloud-Plattform, die jetzt gar nicht, die läuft zwar in einer Azure oder in einer AWS oder in einer Google Cloud, aber die haben sozusagen sich so eine eigene Welt eingekauft, die auch gekapselt und abgeschlossen ist, netzwerktechnisch abgeschlossen ja, ist und so. Private Cloud, ja. Ne, genau, also. Ja. Also das ist, also ich glaube, das Erste, was man immer machen muss, ist eine Bestandsanalyse, was sehen wir jetzt hier gerade. Ne? Und wenn man sich dann die Anwendung angeguckt hat und halt eine Anwendung, die funktioniert nicht nur als Anwendung. In der Regel gehört irgendwas noch mit dazu. Ne? Da hat man irgendwelche Datenbanken dabei, man hat Systeme wie Monitoring, ob es jetzt ein Dynatrace, ein Datadog oder irgendwas anderes ist. Die existiert ja nicht für sich, die ist schon eingebettet in ein Universum. Ne? Und dann guckt man sich die Anwendung einmal an und dann würde man, also ich glaube, ich würde schauen, welche Teile dieses Universums, oh klar, also erstmal gucken, ob es eine Private Cloud ist und ob es eine strategische Partnerschaft mit irgendeinem Cloud-Anbieter gibt und das dann darauf auslegen, falls es so ist. Und ansonsten würde ich gucken, dass ich gucke, welche Teile dieses Universums passen gut irgendwo hin und zwar so, dass es halt auch dem Betrieb, das Warten, also nicht Warten in Form von, ne? Also ihr wisst, was ich meine? Ja, nicht auf den Bus warten, sondern auf Patches einspielen oder sowas. Wartung. Das ist, genau, dass es halt so wenig Aufwand wie möglich erzeugt, ne? Und dass das Ganze dann Spaß macht. Hm. Und ich glaube, da findet man bei allen Anbietern eigentlich gute Lösungen für jedes Problem inzwischen. Also man kann sich alles inzwischen, was man sich nur denken kann, als Service klicken. Und ganz ehrlich, die betreibende Datenbank, wenn die davon 1000 betreiben, grundsätzlich schon mal in der Regel besser als andere das tun, die 2 Datenbankinstanzen betreiben. Die können das dann besser. Ne? Und genau, ich würde gucken, was da geht und dann, was ganz wichtig ist, ist Prozessisolation, ob es jetzt ein Container ist oder ob das jetzt so ist, dass ich dann halt die Cloud-Infrastruktur zur Isolation benutze, wie eine Function oder sowas. Aber das wäre ganz wichtig, und ein deterministisches Ergebnis, einen deterministischen Bild zu erzeugen, dass ich dann eine Pipeline habe, die das Ganze macht. Und ich habe auch ein deterministisches Ergebnis in der Bebauung meiner Cloud-Landschaft. Das ist ganz wichtig. Ich brauche die Infrastruktur, die muss im Code gegossen sein. Ob das jetzt über Terraform, Pulumi oder sonst was ist, das ist am Ende dann eigentlich auch egal. Und das dürfen dann gerne auch die Leute für sich dann immer aussuchen, die damit arbeiten müssen. Davon bin ich immer ein großer Fan. Mhm. Genau. Ja. Beantwortet das deine Frage? Ist das gut? Ja, natürlich. Also okay. Ne, ich glaube, also ne, was wir ja so als Erstes immer machen, ist ne, die Bestandsanalyse, was du gerade sagst, ne, dass wir halt erstmal gucken, was ist denn hier überhaupt los, was braucht die Applikation, und daraus ne, machen wir dann ja üblicherweise irgendwie nochmal so ein. Ja, aber hier gerade auch aus dem Chat nochmal, dass man den Kunden darauf hinweisen muss, oder hinweisen sollte auch, ne, dass es halt einfach Dinge gibt, an die man kein Preisschild hängen kann. Das ist genau so ein Punkt wie mit diesen alltäglichen Arbeiten, die einen immer wieder beschäftigen, ne, im Rahmen des Betriebs von so einer Anwendung und die dann aber halt auch einfach die Zeit binden, mit denen du dich dann halt auf Feature-Entwicklung, dass die Applikation besser wird und schneller wird und mehr Features an deine Kunden rausgibt, das bindet deine Zeit halt einfach. Ne, und das ja. Auch so, auch Kosten allgemein. Ne? Also ganz oft kommen ja auch die Kunden dann und sagen, ja, das ist dann viel günstiger, in die Cloud zu gehen. Das muss nicht immer so sein. Also das kann sein, muss nicht. Es kommt natürlich drauf an, wenn man da irgendwie ein Oracle-Rack stehen hat, was, keine Ahnung, 500.000 Euro im Jahr einfach verbrennt, nur damit es an ist, ja, kann das natürlich sein. Und man geht auf eine andere Datenbanktechnologie, kann das natürlich sein, dass man diese Kosten spart man dann ein, definitiv. Es kann aber auch sein, dass es annähernd bei null rauskommt. Aber das ist ja nur der monetäre Teil, den man hat. Und ich finde, dadurch, dass man
Entwicklungsdienstleistungen und Betriebsdienstleistungen erstens aus einer Hand hat und man diese ganze Infrastruktur per Code und sonst was managen kann und umbiegen kann und anpassen kann, also viel flexibler ist als früher, gehen auf jeden Fall da die Kosten runter, auch die Stresskosten. Und man kann viel eher einen 24-7-Betrieb garantieren, als dass man das vorher hatte. Also ich kenne so Fälle früher, das ist lange her, so vor 20, 25 Jahren, wenn da irgendwo ein Server ausgefallen war und die Platte war im Arsch und das war ein Raid und es gab diese Platte nicht mehr, dann hat so eine Platte plötzlich mehrere tausend Euro oder Mark teilweise gekostet, nur einfach, weil das so ein Modell war, was ausgelaufen ist. Ja. Das hat man nicht mehr in der Cloud. Es gibt diese Kosten nicht mehr, die übernehmen andere. Klar, wie du es gesagt hast, ne, das machen andere Menschen für einen. Das ist aber auch gar nicht mal so schlecht, weil ich liebe Surferschränke, wirklich, ich liebe das, in so Dinge reinzugehen, da kommt diese trockene, kalte Klimaluft rein, diese Geräuschpegel, überall Blinking Lights, das ist, also echt, jeder, der irgendwie Hackers geguckt hat oder Matrix, der fühlt sich da, das ist schon wirklich ziemlich geil. Aber ey, nee, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, einfach 10 Stunden in so einem Ding mit klammen Fingern da irgendwie so vor so einer KVM zu sitzen, versuchst irgendeine alte Kiste von HP UX wieder zum Laufen zu bringen. Nee, ich bin nicht froh, dass das andere machen. Also, was ja beim Thema Kosten auch für mich noch ein Thema ist, der Kunde, der ist ja genauso in dem Süßigkeitenladen wie wir, ja. Weil er natürlich auch plötzlich sieht, das und das und das könnte man ja auch noch alles machen und das bringt mir noch diese und jene Vorteile. Und das hat natürlich auch bei unseren Kunden manchmal dazu geführt, dass sie noch so ein paar Sachen mehr haben wollten, die man jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt gebraucht hätte, weil sie einfach gesehen haben, okay, die Vorteile möchten wir uns natürlich gern mit einkaufen. Ja. Und das hat natürlich, also das ein oder andere Mal war dann halt eine Cloud-Migration eigentlich teurer, als sie hätte sein müssen. Einfach, weil wir mehr Features hinterher auch hatten. Ne? Weil also man kriegt auch mehr, genau. Genau, man hat ja mehr. Genau, definitiv. Ist es nicht? Das ist schön. Jo, dann haben wir jetzt schon 7,5 Minuten überzogen. Ich würde jetzt einmal nochmal fragen, gibt es aus dem Chat noch irgendeine Frage? Da müssen wir jetzt mit dem Delay rechnen. Ne? Also ich glaube, dieser YouTube-Chat, der ist immer so ein bisschen hinterher. Das heißt, es wäre deine Chance, jetzt was zu singen. Ja. Ich halte mir schon mal die Ohren zu. Genau, ich habe leider nicht vorbereitet. Ich hätte schlecht auf der Gitarre irgendwas spielen können vielleicht. Aber hätte ich schlecht mitgemacht. Naja, immerhin. Ich hätte schlecht gar nicht mitmachen können. Ich hätte schlecht Trompete dazu spielen können. Hätte so eine Mariachi oder wie heißen diese mexikanischen Bands, die immer in diesen... Mit einer Fiedel und... Ja. Nee, gut. Okay, dann frage ich vielleicht nochmal an die Regie drüben. Gab es da vielleicht noch irgendeine Frage, die wir noch nicht gesehen haben? Nee. Regie schweigt. Regie schüttelt den Kopf. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen. Und es hat viel Spaß gemacht. Genau. Definitiv. Und nochmal Credits hier an Regie und Technik. Also... Genau. Mega geil. Das sind die anderen zwei Superhelden, die man jetzt leider nicht sieht, die hinter der Kamera stehen und die hier richtig geil das Zeug vorbereitet haben. Das ist hier total professionell mit 3 Kameras und vielen Monitoren und ganz viel Licht und Kabeln und man muss aufpassen, wo man langläuft. Aber ist schon ist echt gut. Cool. Muss ich auch sagen. Und wir könnten auf jeden Fall so ein Format nochmal machen, würde ich sagen. Also auch mit euch beiden könnte ich mir das auf jeden Fall easy peasy nochmal vorstellen. Ja, mal gucken. Ja? Ja, okay. Schön. Ja, dann viel Spaß noch. Schön. Happy Hacking. Ciao. Ja, ciao. Cool.